Plain Brain. Gerechtigkeit von Seda Emek. In der Antike gab es das Bild der Göttin Justitia, der Göttin der Gerechtigkeit. Man erkennt sie an der Waage in ihrer einen und dem Schwert in der anderen Hand. Mit beiden Gegenständen möchte sie Gerechtigkeit herstellen. Die Waage symbolisiert ausgewogene Entscheidungen, die möglichst alle Interessen angemessen berücksichtigen. Mit dem Schwert symbolisiert Justitia, dass sie bereit wäre, Gerechtigkeit im Notfall auch mit Gewalt durchzusetzen. Justitias Augen sind verbunden, damit sie ihre Entscheidungen ohne Ansehen der Person treffen kann, also ohne Rücksicht auf ihre gesellschaftliche Stellung oder finanzielle Situation. Unser Verständnis von Gerechtigkeit fängt bei Pythagoras an. Das war ein griechischer Philosoph der Antike. Für ihn war Gerechtigkeit Gleichheit. Ein Mensch gibt einem anderen Menschen etwas und bekommt dafür etwas Gleichwertiges zurück. Ein Verkäufer zum Beispiel bekommt Geld für seine Ware. Ein Arbeiter bekommt einen gerechten Lohn für seinen Dienst. Aristoteles, ebenfalls ein griechischer Philosoph der Antike, fand zwar auch, dass Gerechtigkeit Gleichheit bedeutet, aber für ihn gab es da noch weitere wichtige Punkte. Die Würde, das Verdienst und die Fähigkeiten der betreffenden Personen. Da nicht alle Menschen gleich seien, müssten sie auch unterschiedlich nach dem Verhältnis und Umfang ihres Verdienstes oder ihrer Fähigkeiten behandelt werden. Er nannte das die austeilende Gerechtigkeit. Nehmen wir zum Beispiel das deutsche Sozialsystem. Der Einzelne zahlt in Deutschland Steuern und trägt damit zum Wohl der Gesellschaft bei. Nicht jeder zahlt übrigens gleich hohe Steuern. Sie hängen vom Einkommen des Einzelnen ab. Ein Teil der Steuern, die der Staat einnimmt, wird an andere Menschen verteilt oder für soziale Leistungen ausgegeben. Man spricht hier auch von Verteilungsgerechtigkeit. Wichtig ist nicht, dass alle das Gleiche abgeben und das Gleiche aus den sozialen Systemen bekommen. Derjenige, der bereits selbst genug hat, bekommt wenig oder gar nichts vom Staat. Derjenige, der einen großen Bedarf hat, bekommt dafür umso mehr. Nicht alle finden das gut und nicht jeder hat dieselbe Idealvorstellung von dem, was richtig oder gerecht ist. Deshalb gibt es das Recht. Das Recht regelt das Zusammenleben in einer Gemeinschaft. Es ist das Werkzeug, das dazu dient, Gerechtigkeit herzustellen. Ohne Recht kann es gar keine ausreichende Gerechtigkeit geben. Das Recht setzt das um, was die Gesellschaft als richtig empfindet, auch wenn der Einzelne manchmal anderer Meinung ist. Nehmen wir zum Beispiel die Todesstrafe. Auch in Deutschland gibt es Menschen, die die Todesstrafe für bestimmte, als besonders schlimm angesehene Straftaten, wie den Missbrauch oder die Tötung von Kindern, fordern. Die Mehrheit unserer Gesellschaft aber findet, dass jeder Mensch das Recht auf Leben hat, auch Straftäter. Das höchste Strafmaß in Deutschland ist deswegen die lebenslange Freiheitsstrafe. Denken wir noch einmal an Justitia. Die Waage steht für ausgewogene Entscheidungen im Interesse möglichst aller Menschen. Das Schwert steht für die Umsetzung von Gerechtigkeit, notfalls mit Gewalt. Dass Justitias Schwert bei uns niemanden mehr tötet, halten die meisten für einen großen zivilisatorischen Fortschritt. Und das nicht nur, weil die Todesstrafe, anders als andere Strafen, nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.